Sternengeschichten, Folge 1. Was sind Sterne? Was ist ein Stern? Sterne haben wir alle schon gesehen. Die sind ja auch kaum zu übersehen, denn der ganze Himmel ist voll damit. Sterne sind die hellen Lichtpunkte, die wir nachts im Himmel sehen. Die sind schön und die funkeln, aber was sind das für schöne funkelnde Punkte? Was sind Sterne? Früher dachten die Menschen, dass die Sterne tatsächlich einfach nur helle Lichter sind, die von irgendeinem Weltenschöpfer auf der Himmelskugel befestigt worden sind. Sie dachten sich die Erde im Zentrum des Universums und stellten sich den Himmel als Schale vor, der die Erde umgibt. Und die Sterne waren Lichter an dieser Schale oder vielleicht sogar Löcher, durch die das Licht der dahinterliegenden himmlischen Welt bis zur Erde drang. Heute wissen wir besser Bescheid. Wir haben gelernt, dass sich die Erde nicht im Zentrum des Universums befindet. Wir wissen, dass es keine Himmelskugel gibt. Die Erde ist ein Planet, der sich um die Sonne herum bewegt. Und wir haben herausgefunden, was die Sterne sind. Sie mögen für uns zwar so aussehen wie kleine funkelnde Lichtpunkte. In Wahrheit sind es aber unvorstellbar große Kugeln aus Gas. Außen sind sie ein paar tausend Grad heiß. In ihrem Inneren herrschen Temperaturen von einigen Millionen Grad. Auf den ersten Blick ist ein Stern nicht kompliziert. Jeder Stern beginnt sein Leben als riesige Wolke aus Gas und Staub. Das All ist voll mit solchen Wolken. Und man darf sie sich nicht so vorstellen wie die Wolken, die wir in unserem Himmel sehen. Unsere Wolken sehen zwar fluffig aus, im Vergleich mit den kosmischen Wolken sind es aber äußerst kompakte und feste Gebilde. Eine Wolke lässt sich schwer übersehen. Jeder von uns hat sich sogar schon einmal in einer Wolke befunden. Das geht auch ganz ohne Flugzeug. Denn manchmal kommen die Wolken auch zu uns herunter. Das nennen wir dann Nebel und wir merken deutlich, dass wir uns in einer Wolke befinden. Denn wir können nicht mehr so weit sehen wie zuvor, weil die Wolke unseren Blick verdeckt. Aber würden wir mit einem Raumschiff durchs All fliegen und in eine kosmische Wolke hinein, dann würden wir kaum etwas merken. Die einzelnen Teilchen dieser Wolke sind so weit voneinander entfernt, dass es für uns fast genauso aussieht, als würden wir durch den leeren Weltraum fliegen. Nur aus sehr großer Entfernung können wir die kosmische Wolke als Ganzes sehen und erkennen, worum es sich wirklich handelt. So eine riesige und dünne Wolke im All hat doch nicht viel mit den glutheißen Sternen zu tun. Dazu muss erst irgendwas passieren. Vielleicht zieht ein Stern in der Nähe der Wolke vorbei oder vielleicht explodiert irgendwo in der Nähe der Wolke ein alter Stern. Was auch immer passiert, die Wolke wird ein klein wenig gestört. Das Gas, aus dem sie besteht, wird ein klein wenig durcheinander gewirbelt. In manchen Bereichen der Wolke sind die Teilchen nun dichter beieinander als vorher. Diese klumpigen Bereiche üben eine größere Anziehungskraft auf den Rest der Wolke aus als zuvor. Sie ziehen also noch mehr Wolkenmaterial an und werden größer. Dadurch wird ihre Anziehungskraft noch stärker und sie können noch mehr Material anziehen und so weiter. Die riesige dünne Wolke fällt in sich zusammen. Die Klumpen werden immer größer und immer dichter. Und am Ende ist die Wolke verschwunden und es bleiben nur einige große Klumpen zurück. Würden wir mit einem Raumschiff probieren, in so einen Klumpen hineinzufliegen, dann würden wir definitiv merken, dass wir nicht mehr im leeren All sind. Und wenn wir nicht gerade ein Science-Fiction-Raumschiff mit starken Schutzschilden haben, dann würden wir diesen Versuch wohl auch nicht überleben. Denn diese Klumpen haben nichts mehr mit der dünnen Wolke zu tun, auch nicht mit den fluffigen Wolken in unserem Himmel. Weil in ihnen das Gas der kosmischen Wolke so stark zusammengedrückt wird, wird es dort sehr heiß. Und weil sie so viel Gas und Staub an sich gerissen haben, drückt das ganze Material immer weiter aufeinander und der Klumpen fällt unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Dadurch wird es innen drin noch heißer. Die Temperatur im Kern des Klumpens steigt und steigt. Und je heißer es wird, desto schneller sausen die Gasteilchen herum. Dabei stoßen sie miteinander zusammen und prallen voneinander ab. Irgendwann aber ist es so enorm heiß geworden, dass die Geschwindigkeit der Gasteilchen eine ganz bestimmte Grenze überschreitet. Sie sind dann so schnell, dass sie bei einem Zusammenstoß nicht mehr voneinander abprallen, sondern regelrecht aneinander kleben bleiben. Aus zwei einzelnen Atomen des Gases ist ein neues Atom geworden. Man nennt diesen Prozess Kernfusion und dabei entstehen nicht nur neue Atome, dabei wird auch Energie frei. Der Klumpen aus Gas und Staub hat also nun angefangen, in seinem Inneren Energie zu erzeugen. Und die energiereiche Strahlung dringt vom Kern des Klumpens nach außen. Und dabei drückt sie gegen das Gas und verhindert, dass der Klumpen weiter in sich zusammenfallen kann. Die Temperatur im Kern steigt jetzt also nicht mehr weiter an. Der Klumpen wird nicht mehr kleiner. Der Klumpen ist jetzt stabil und in seinem Inneren wird Energie erzeugt. Das heißt, es ist kein Klumpen mehr. Der Klumpen ist ein Stern geworden.
Jeder der winzigen funkelnden Punkte am Himmel hat genau so begonnen. Jeder Stern hat einen Anfang. Als das Universum noch jung war, gab es keine Sterne. Es gab nur Gas. Und aus diesem Gas entstanden die Sterne. Aber genauso wie jeder Stern einen Anfang hat, hat er auch ein Ende. Irgendwann sind alle Atome in seinem Inneren verschmolzen. Irgendwann findet die Kernfusion ein Ende. Dann hört der Stern auf, ein Stern zu sein und wird etwas anderes. Er kann explodieren und komplett verschwinden. Er kann sich in einen anderen Himmelskörper verwandeln, kann ein Riese, ein Zwerg oder etwas noch Seltsameres werden. Aber auch diese Gebilde verschwinden irgendwann und hören auf zu leuchten. In einer fernen Zukunft werden am Himmel keine Sterne mehr leuchten. Glücklicherweise ist diese Zukunft noch sehr, sehr weit entfernt. Uns bleibt noch genug Zeit mit den Sternen und wir haben noch genug Zeit, alle Sternengeschichten zu erzählen.